ganz herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal nach etwa 2 Wochen, wo ich nicht wirklich hochladen konnte und wo einfach hier das absolute Chaos geherrscht hat. Heiße ich euch sehr, sehr herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, euch alle mal auch wieder zu sehen, wieder zu hören. Also es hat mir echt sehr, sehr gefehlt. Ich habe heute für euch einen kleines Live-Update, was jetzt so ein paar Minuten gehen wird. Und danach habe ich einen riesen Haul. Ich habe bei Rossmann, DM, Douglas, Juno.co, Morphe, BH Cosmetics und sehr exzessiv bei Beautybear eingekauft. Dort gab es jetzt wieder einen eintägigen, ich glaube, Tag der Deutschen Einheit Beauty Sale, wo man halt, wenn man, ich glaube, 110 Euro ausgegeben hat, 30% sparen konnte. Das habe ich natürlich hardcore genutzt und habe mir einige Beauty-Items bestellt. Sie kamen heute tatsächlich schon an. Ich habe den ganzen Tisch voll. Und jetzt kurz zu meinem Live-Date. Mir geht es wahnsinnig gut. Ich habe jetzt praktisch fast 2,5 Wochen an diesem Zimmer gearbeitet. Hinten seht ihr praktisch komplett die ganzen Schubladen, die zum Großteil eigentlich eingeräumt sind. Ich habe mir natürlich sehr viel durch die Firmerei einfach in meine Nähe gepackt. Ich filme jetzt gerade ziemlich im Dunkeln, also es ist jetzt nicht zu hell und auch nicht zu dunkel. Ich mache euch mal das Licht ein bisschen heller, so. Und ich bin einfach wahnsinnig froh, wieder da zu sein. Ich habe einfach euch so wahnsinnig vermisst irgendwie. Ich habe das auch vermisst, hier vor die Kamera zu sitzen. Ich habe mir die Haare geschnitten, habe mir so einen coolen, etwas Long Bob schneiden lassen, der jetzt einfach ungebändigt ist. In meiner neuen Arbeit fühle ich mich wahnsinnig wohl. Ich arbeite momentan in einem sehr, sehr süßen Pflegeheim, wo ich sehr, sehr gut zurechtkomme. Diesen Monat ist schon Halloween. Also wir fahren am SI, wir gehen ins SI-Zentrum an Halloween, gehen auf eine richtig geile Party. Dann fahren wir auf die Glow, da bin ich so, so gespannt. Für die Glow, ich habe noch gar keine speziellen Vorstellungen, was es für Videos geben wird. Also, dass ich meine Sachen packe und euch zeige, was ich einpacke auf jeden Fall. Das eine oder andere Tutorial wird sicherlich auch kommen oder eine Art Testvideo, wie die ganzen Sachen performen, die ich jetzt hier euch zeigen werde. Ansonsten, die neue Arbeit macht wahnsinnig Spaß. Ich bekomme auch bald mein erstes Gehalt, das ist richtig toll. Meinen Nebenjob konnte ich jetzt absägen, weil ich einfach jetzt gesagt habe, es reicht mir jetzt einfach auch. Ich bin einfach jetzt auch fix und fertig. Also ihr könnt euch ja vorstellen, die letzten Wochen war echt intens und richtig anstrengend. Rechts von mir, wir schlafen momentan auf einer Matratze auf dem Boden. Das ist so, so anstrengend. Und Leute, ich freue mich so sehr, euch wiederzusehen und auch vor allen Dingen auch zu hören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr die letzten Wochen getrieben habt. Ohne Jenny. Und ich will gar nicht groß drum rumschwätzen. Ich möchte euch einfach jetzt zeigen, was ich bei Douglas und bei den anderen Läden einkauft habe. Starten wir mal bei Douglas. Bei Douglas gab es einen, ich glaube, 17 oder 20% Sale. Also die Alida hat 20% bekommen. Ich habe leider nur 17% bekommen. Irgendwie, sie hatte einen anderen Code. Das war richtig gemein. Alida, Sauerei! Und ich habe ein paar Sachen bei Douglas bestellt. Also gerade habt ihr ja einen kleinen Einspieler gesehen, habe ich euch nochmal kurz abgefilmt, wie viel das hier ist. Also grab a snack und holt euch was zu trinken. Ganz dringend notwendig jetzt. Das erste, was ich mir geholt habe, war, ich finde diese Startup-Firmen, die bei der Höhle des Löwen sind, immer mega, mega gut. Und ich gucke das auch regelmäßig, weil ich das eigentlich sehr interessant finde. Ich lasse das hier mal so beim Nachtdienst nebenher laufen. Und ich habe mir diese Washis geholt. Und zwar sind das praktisch solche Mikrofasertücher. Ich habe allerdings schon 2 gebraucht. Das sind diese hier, Leute. Diese Mikrofasertücher sind mega, mega cool, weil ihr habt ja bestimmt genau dasselbe Problem wie ich. Also zum Beispiel, das ist jetzt so ein typisches Nacht-Make-up. Leute, ich bin übrigens fertig mit meinen Augenbrauenstechen. Wie geil sind die Augenbrauen bitte geworden? Ich möchte euch nochmal ganz, ganz herzlich danken für die Rückmeldung und für die ganzen lieben Kommentare zum Video von der Leandra. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass ihr gerne, gerne bei ihr mal vorbeiguckt. Die gute Frau, die fängt jetzt ihre Kosmetikerschule an und ich wünsche ihr einfach wahnsinnig viel Erfolg. Und guckt bitte gerne in die Infobox, da steht die Adresse der lieben Leandra unten drinne. Da könnt ihr dann praktisch sehen, wo ich meine Augenbrauen gemacht habe. Die sind überhaupt nicht nachgefahren. Ich habe jetzt die zweite Sitzung gehabt und es sieht wirklich mega gut aus. Und ich habe mir diese Washis gekauft. Da kommen 3 Stück für 9,99 €. Also ihr zahlt 3,33 € für eins.
Und die könnt ihr waschen. Das ist übrigens ein gewaschener. Der war übelst ekelhaft. Der war komplett zugesaut mit Make-up, mit Liquid Lipstick. Und das hat so gut funktioniert. Ich war echt hammerhart geflasht. Dann habe ich, ich weiß noch nicht, ob ich die Verpackung habe. Ah, doch. Dann habe ich mir die Naked Cherry bestellt. Ich hatte erstmal gar nicht vor, mir die Naked Cherry zu bestellen. Aber ich habe einige Reviews gesehen und fand irgendwie das Color Scheme trotzdem sehr, sehr schön. Und ich hatte recht mit meiner. Also das Packaging ist wirklich super, super hübsch. Also schaut immer. Ich werde es allerdings nicht behalten, trotz dass ich jetzt einen Riesenschrank da hinten habe, wo es eigentlich gehort werden kann. Das ist die Naked Cherry Palette. Da ist wieder ein Besen drin. Oh, jetzt geht's los. Da ist wieder dieses ganz tolle, movige Color Scheme. Ich habe die jetzt zweimal getestet, Leute. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Allerdings müsst ihr euch ganz im Klaren darüber sein, dass es eine sehr, sehr romantische und sehr zurückhaltende Palette ist. Es ist natürlich keine, wo ihr ein fettes Schwarz in die Crease packt oder sowas. Das ist halt einfach eine Palette, die mega, mega subtle ist, die halt wirklich zurückhaltend ist. Und ich finde die wirklich trotzdem wahnsinnig schön. Ich zeige es euch nochmal. Die metallischen Töne sind jetzt nicht so der ganz so Knaller. Wenn ihr darüber eine Review gerne hättet, sagt mir gerne, gerne Bescheid. Ich muss niesen. Achu! Ach, ich habe neulich einen Kommentar gelesen, der war sehr erfrischend. Da hieß es, Jenny, wenn du niest oder hustest, schneid das doch bitte raus, das stört. Also ich werde das sicherlich nicht rausschneiden, weil ich einfach denke, man kann wirklich, wirklich völlig normale Videos drehen und auch Beauty-related Videos drehen, ohne hier einen auf Fake-related zu machen. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Also, sorry. Also ich mache das nicht. Dann haben wir hier, die packe ich allerdings weg, weil ich finde das schrecklich, diese Verpackung aus, obwohl die sehr hübsch ist. Dann habe ich mir die Zoeva Premium gekauft. Und zwar, ich habe von bei der lieben Alla Alena, das ist praktisch auch eine YouTuberin aus Deutschland, habe ich diese Palette gesehen und ich fand die so hübsch. Also die hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, wow. Und sie hat auch gesagt, das ist wirklich eine von langer Zeit wieder eine Zoeva Palette, die wirklich echt, echt gut ist. Und ich muss einfach sagen, ich hatte nicht so viel Glück die letzten Male mit Zoeva Paletten. Also ich habe einige drin mittlerweile in den Schubladen hinten. Ich habe praktisch hier an meinem Tisch, ich hole euch mal ein Stück näher. Ich habe hier an meinem Tisch natürlich einige Paletten, die ich natürlich regelmäßig benutze, aber das geht halt nicht. Dann habe ich mir einen Single-Lidschatten gekauft und zwar diesen wunderschönen blauen. Und zwar, ich fand den so cool. Das ist nämlich ein ganz toller Lidtopper. Seht ihr das? Das ist so lila, irgendwie changierend. Der ist so richtig schön subtle, aber der macht echt einen hammerharten Topper-Effekt. Das ist ein Catrice-Lidschatten. Den könnt ihr, glaube ich, in diese Clickboxen reinpacken. Sehr, sehr schöne Lidschatten. Dann habe ich mir von The Origins meine Lieblingsfeuchtigkeitsmaske geholt, beziehungsweise das ist ja ein Gel Moisturizer. Ich habe den hier schon ziemlich aufgebraucht. Schaut mal. Das ist dieser Ginseng Energy Gel Boosting Moisturizer. Der kostet knapp 30 Euro. Muss aber sagen, dass ich den wahnsinnig gut finde. Ich trage jetzt heute zum Beispiel die Fenty Beauty Foundation. Und wenn ihr halt sehr matte Foundation tragt, solltet ihr halt schon gute Moisturizer drunter tragen. Und ich finde halt, dass es ein irres schönes Hausbild macht. Und den habe ich mir auf jeden Fall nachgekauft, weil die andere schon Richtung Bottom geht, ja. Dann habe ich mir eine sehr, sehr tolle Foundation gekauft, die ich wirklich jetzt schon halb aufgebraucht habe. Und zwar ist es die Infallible 24 Hours von L'Oreal. Ich habe fast keine L'Oreal Foundations, aber die finde ich wirklich wahnsinnig gut. Die habe ich jetzt, also ich benutze jetzt halt im Alltag gerade total gern die Fenty Beauty Foundation, weil sie halt über die ganze Nacht hebt und wirklich mega gut aussieht. Aber die da kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Die kommt ja von der Formulierung her verdammt nah. Und dann habe ich hier noch ein paar Tester. Das wäre einmal so eine Chanel Mascara. Die kommt dann in die Giveaways. Das La Vie est Belle. Oh, ich liebe das Parfum. Also, ihr konntet euch 4 Stück aussuchen. Dann habe ich das Scandal by Night von Jean-Paul Gaultier. Und dann habe ich noch ein Yves Saint Laurent Eau de Toilette. Und was ich ganz cool finde, ich habe noch einen Monjoie Nudista von L'Oréal dazu bekommen. Und ich habe noch von Becca, habe ich noch solche recht anständigen Proben, muss ich euch sagen. Wieder runtergefallen.
Und zwar einmal das Backlight Priming Filter und First Light Priming Filter, weil ich interessiere mich auch für diesen hier. Nur ich habe mich nicht getraut, den zu kaufen, aber jetzt ist da wirklich eine anständige Probiergröße drin. Und das war schon auch mit dem Douglas-Teil. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu Morphe, beziehungsweise nein, jetzt gehen wir erstmal zur Drogerie. So, meine Hübschen, ich habe diese Woche, also ich habe jetzt für euch am Freitag das Video abgedreht, ich lade es euch am Samstag hoch. Ich habe diese Woche bei Rossmann sehr gut eingekauft. Das, Alida und ich haben beide sehr gut eingekauft. Also Alida ist auch eine ganz, ganz tolle kleine YouTuberin, wie ich es auch bin. Ihr Kanal heißt Family for Light, schreibt doch sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Die macht auch mega geile Aufgebraucht-Videos und Hauls und so. Also, I like it, I like it. Und ich habe einige Sachen jetzt gekauft, die ich auch mal bei ihr gesehen hatte. Und ich habe jetzt auch bei Rossmann eine Hardcore-Coupon-Aktion genutzt. Und zwar die 30%-Aktion. Die ist ja immer so alle paar Monate mal. Und da habt ihr praktisch, wenn ihr eure Coupons vom Handy benutzt oder diese zugeschickten, inklusive den 30%, die ihr auf gewisse Items bekommt, dann spart ihr ein Schweinegeld, Leute. Das ist echt sowas von heftig. Und ich habe mir jetzt bei DM nur so ein paar Sachen gekauft. Und zwar die Balea 3 Klingen Einwegrasierer. Und zwar in so einem süßen, lavendelfarbenen Rosa. Die fand ich mega schön. Die habe ich zweimal gekauft. Ich kaufe auch nur diese coolen Rasierer, weil ich einfach finde, oh mein Gott, ich liebe diese Augenbrauen. Ich sehe die die ganze Zeit. Ich fühle mich damit so wahnsinnig wohl. Ich weiß, Beauty-YouTuber hin und her, aber das, so nenne ich mich ja gar nicht. Ich verstehe schon, warum zum Beispiel YouTuber, die halt wirklich mega viele Sachen zugesendet bekommen, zum Beispiel ihre Augenbrauen niemals tätowieren würden, weil dann könnten die ja zum Beispiel vom Benefit keine Sachen mehr zugeschickt bekommen, weil da ja fast 90% halt Augenbrauen-Sachen sind. Das verstehe ich, aber für mich ist es vollkommen uninteressant. Dann habe ich direkt einen kleinen Flop für euch. Ich habe einen Waterproof Longwear Lip Liner von Revolution London gekauft. Der ist mega beschissen, kann ich euch sagen. Der ist mir ohne Scheiß. Schaut mal, ich hab den jetzt einmal benutzt, gell? Ich habe nur ganz leicht aufgedreht und da ist direkt die Dings abgebrochen. Also da kriege ich übelst einen an der Klatsche, weil ich einfach denke, das kann nicht sein, dass ein Lip Liner, also der kostet auch immerhin 3 Euro. Die von Essence brechen mir nicht ab, aber die von Revolution brechen ab. Ich mag den eigentlich, ich mag die Konsistenz eigentlich, die sind total gelig und schön, aber irgendwie trotzdem. Dann habe ich eine ganz süße Palette gekauft, und zwar die Little Fairy Tale von Rival de Loop. Das hat dieses folgendes Color Scheme. Leute, die Farben sind wirklich mega pigmentiert. Ich war so hardcore geflasht, also hallo. Das sind halt wirklich so schöne, dunkle Töne mit so Reflekten drin. Und auch die anderen Töne sind mega cool. Also Electric Orange ist auch sehr, sehr hübsch. Also das ist so eine kleine LE. Da gab es auch noch ein Produkt aus der Reihe raus. Und ich fand den so, so cool. Und zwar habe ich hier noch ein Little Fairy Tale Magic Lip Gloss. Das ist ein wirklich mega schöner Lip Gloss. Das ist so ein Lipgloss mit so Reflekten, der trocknet leicht an. Der hat, glaube ich, bei der Aktion, glaube ich, nur noch ein paar Euro gekostet, weil auch Lipgloss in die Dings inkludiert waren. Ein Euro oder so hat er gekostet und den finde ich sehr, sehr schön. Der ist so richtig purple mit so goldbläulichen Reflekten und ich finde die aber sehr, sehr schön. Ich mag Lipglosse eigentlich mittlerweile immer mehr, weil das ist jetzt ein Jouer Lipstick und zwar in der Farbe Petal the Rose. Das ist eigentlich so mein Go-To-Lippenstift, den ich mega, mega schön finde. Und dann hatte ich in einer LE noch was gefunden. Leute, ich dachte, ich kratze ab. Die sind so geil. Und zwar habe ich hier, ich zeige euch mal den angebrochen, habe ich hier sogenannte Cushion-Lipsticks von Rival de Loop, ja. Rival de Loop, muss ich sagen, das ist so eine tolle Marke. Die haben so geile, innovative Produkte, die ich ehrlich gesagt so noch nirgendwo anders gesehen hatte. Das ist ein Cushion-Lipstick. Das ist praktisch mit so einem Ding. Also ich weiß, dass Catrice sowas hatte. Aber ich weiß, also ihr drückt praktisch hier drauf und dann kommt praktisch das Produkt raus. Und Leute, diese Farben, das ist halt, ich habe ehrlich gesagt von dieser Farbe hier, das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Ah, Rosewood, also Rosenholz.
Von denen habe ich 4 Stück, weil ich ehrlich gesagt sowas Geiles selten gesehen habe. Das ist eine ganz arg mousige Konsistenz, die sich aber so angenehm auf euren Lippen tragen lässt. Ihr braucht praktisch nicht so arg rumdrücken oder so. Natürlich, es ist ein bisschen messy, aber ich finde es jetzt noch bei weitem nicht so schlimm wie manche andere Produkte, die ich jetzt schon mal hatte und getestet habe. Also, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe natürlich Rosewood, dann habe ich hier die Farbe Praline und die Farbe Hot Chocolate. Ich habe alle schon offen und die sind alle wirklich toll. Die sind auch in meiner Alltagsdings. Und da muss ich sagen, Alida, Gott sei Dank hast du mir den gezeigt. Ich habe jetzt getestet den Instant Anti-Age-Löscher Augenringe und Fältchen Concealer von Maybelline. Der ist richtig heftig geil. Und zwar, der ist so moisturizing, also praktisch wirklich so feuchtigkeitsspendend, dass ich wirklich gar keine Probleme habe. Das Einzige, was ich einfach mega ekelhaft finde, ist dieses Zeug da oben. Ich glaube, die Alida macht das Teil auch ab und pult sich das irgendwie auf irgendwas anderes. Ich habe jetzt den 3 Tage benutzt. Er wird wahnsinnig schnell leer. Das wird auch ein No-Go-Ding sein. Ich habe den in 01 Light. Ich habe damit heute auch mein Make-up gemacht. Also, das ist schon ein mega krasser Concealer. Also der gefällt mir unnormal. Die Konsistenz ist so leicht verblendbar und sehr, sehr schön. Es trägt sich wahnsinnig gut auf den Augen. Und ihr habt praktisch auch nicht diese Kriechfalten. Also ich habe schon ordentliche Kriechfalten durch die Nachtschicht. Aber die finde ich schon richtig geil. Der kostet halt 9 Euro. Wenn ihr halt 40%, also ihr könnt ja kombinieren 30% plus 10%, dann seid ihr bei 6 Euro. Ich habe mir jetzt nur einen mitgenommen. Ich weiß auch nicht, ob die Aktion jetzt schon ausgelaufen ist oder nächste Woche weiterläuft. Ansonsten würde ich mir nochmal 2 davon kaufen, weil ich finde ihn wirklich, wirklich sehr gut. Und eine ganz, ganz tolle Entdeckung, die ich gemacht habe, ist dieses Catrice Light Illusion Powder in Banana, ja. Dieses Puder habe ich in einer Tupperdose drin und das macht wirklich ein so softes Finish. Ich trage das vor allen Dingen oft in der Nachtschicht einfach mal komplett übers ganze Gesicht zum Abmattieren. Es mattiert wahnsinnig krass ab. Catrice Puder finde ich allgemein wahnsinnig trocken, so blöd es klingt. Aber zum Beispiel mein Coty Airspun ist jetzt nicht so austrocknend oder mein Peaches and Cream Puder ist auch nicht so austrocknend. Und ich habe mir auch Backups von meinem geliebten Brighten Up Banana Powder geholt, weil ich da jetzt bei dem zweiten, den ich mittlerweile angefangen habe, schon fast das Fännchen erreicht habe. Dieses Brighten Up Powder ist mein persönliches Lieblings-Finishing Powder. Es riecht nicht nach Banane, es ist aber so ein geiles Produkt. Ich habe jetzt in der Aktion bei Rossmann, ich glaube, statt 2,99 Euro 2,99 bezahlt. Und dann noch 10%, da war ich bei 1,80 Euro. Ich habe mir direkt 2 Backups gekauft, weil ich die einfach wahnsinnig gut finde. Diese, wie gesagt, da finde ich den Sifter nicht besonders toll. Die fülle ich halt in so eine Tupperware. Das ist aber jetzt eher kein Problem. Und dann habe ich mir noch, ja, natürlich auch eines mal All-Times-Favorite, den Catrice Camo Concealer und zwar in der Farbe Honey gekauft, weil Honey gerade einfach besser passt. Honey hat einen wahnsinnig gelben Unterstich, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Ich habe jetzt auch endlich eine Backup-Schublade hinten. Das ist voll geil. Also ich mache wirklich bei Concealern keine Ausnahme. Also ich nehme 2, 3 Marken. Die benutze ich dann wirklich bis an den Boden zu Ende aus. Und dann mache ich praktisch die nächsten auf. Und dann habe ich noch was ganz, ganz Cooles entdeckt. Das I like it so much. Ja, also ich habe einen NYX Suede Matte Lipstick gekauft. Und zwar diesen hier. Und zwar in so einer mega geilen mattgrünen Farbe. Und selbst mein Mann hat schon gesagt, er findet die Farbe so schon geil. Aber ich habe den tatsächlich schon im Kino getragen mit einem geilen Camo-Make-up. Also das heißt ein Make-up mit so geilen Grüntönen. Das zeige ich euch gleich. Ich bin ein großer Fan der Matte Liquid Suedes von NYX. Also ich habe auch alle Farben. Also es gibt tatsächlich keine Farbe, die ich nicht besitze. Ihr könnt die auch als Eyeliner benutzen und so. Und jetzt kommen wir zum Primark-Körbchen, weil bei Primark habe ich so tolle Sachen entdeckt und zwar auch wieder Beauty-Tools, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ihr wisst ja schon seit langer, langer Zeit, seitdem ich diesen Kanal habe, dass ich immer wieder auch Primark einkaufen gehe. Ich bin auch ein wahnsinnig großer Fan von den Face-Produkten und zwar, ich zeige euch das gleich, weil ihr werdet echt vom Stuhl fallen, was ich wieder entdeckt habe. Und zwar habe ich für die Halloween-Zeit, habe ich mir einen so tollen Haarreif gekauft. Ich fand den einfach so geil. Also, ich weiß gar nicht, also mein Freund hat gemeint, den könnte man ja auch so komplett zu Halloween anziehen, aber ich finde den einfach so, ist ein Hardcore geil, der bleibt jetzt auch an. Also, das ist praktisch hier so ein Totenköpfchen mit so Rosen. Der hat mich jetzt 5 Euro gekostet und ich finde den einfach
mega, mega süß. Dann habe ich mir, da steht Glitter Junkies für den Hintern. Aber ich habe mir jetzt einfach mal diese Dinger für 1 Euro mitgenommen, weil das sind eigentlich für eure Arschbackenglitzer. Aber ich denke, man kann die auch mal gut an die Seite des Gesichtes kleben. Ins Arschgesicht. Und ich werde die auf jeden Fall dafür benutzen, weil ihr könnt auch die einzelnen Glitzersachen raus machen. Zum Beispiel könntet ihr jetzt auch das auf die Stirn kleben, seitlich oder so. Das macht jetzt gar nichts. Also ich klebe mir das ganz sicher nicht auf den Hintern, weil mein Hintern wird an Halloween nicht zu sehen sein. For sure not. Und dann habe ich noch was gekauft, was ich sehr, sehr geil finde. Und zwar auch eins für die Giveaways. Da hat mich jetzt eins 3 Euro gekostet. Leute, das ist der heftige Shit. Ich habe euch diese Glow-Palette schon mal gezeigt. Die ist von 7 auf 3 Euro bei uns im Milaneo reduziert gewesen. Und die ist so geil. Ich benutze sie ja wahnsinnig gerne als Blush-Topper. Ich habe die auch hier bei mir in der Schublade drin. Da geht ihr einfach mit eurem Pinsel ganz fluffig rein und geht in euer Gesicht. Mega, mega schöner Effekt. Also das ist ein geiles Produkt. Und da habe ich mir für die Halloween-Zeit noch ein bisschen was Cooltonigeres geholt. Und zwar dieses Lila, ne? Das hat mich auch nur 3 Euro gekostet, ja. Und die haben die jetzt massig dort gehabt im Milaneo. Ich habe das mal mitgenommen, weil ich gedacht habe, hey, why not? Weil ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung mein Halloween-Make-up gehen soll. Eigentlich ist es sowas wie so Dark Fairy. Also das ist so mein Style. Ich kann euch auch noch nicht versprechen, ob ich Halloween-Tutorials mache, weil die wirklich wahnsinnig schwierig sind. Also gerade, weil man die einfach nirgendwo tragen kann. Meinen Halloween-Look werde ich euch aber abschminken, den ich fürs SI-Zentrum geschminkt habe. Ach so, dann habe ich hier noch was bei DM, das habe ich vergessen euch zu zeigen. Das ist das Tiger Balm. Das ist praktisch so eine Art, ich sage immer Urzeitsalbe, die meine Mutter schon seit jeher für Rückenschmerzen oder für Periodenschmerzen benutzt. Das ist diese Packung hier. Das ist dieses Tiger Balm in Weiß. Es gibt aber auch noch in Rot. Das hat ein bisschen mehr Bums. Das müsst ihr aber in der Apotheke kaufen. Das benutze ich zum Beispiel, um komplett meinen Rücken einzucremen, wenn ich praktisch ganz starke Rückenschmerzen habe oder jetzt einfach von der Arbeit sehr verspannt bin. Dann benutze ich das und das funktioniert mega, mega gut. Dann habe ich mir ein Duttkissen gekauft, weil solches Scheiß könnt ihr halt bei Primark mega günstig kaufen. Das kostet 1 Euro. Dann für die ganzen Halloween-Looks, die ich natürlich auch testen werde. Ich werde auf jeden Fall bestimmt mal hier und da was hochladen, aber natürlich nicht wie so ein Spooktober draus machen, wie der Le Chemerie. Ich habe hier so Powder Puffs, das sind richtig geile. Da gehe ich wirklich komplett mit dem Finger rein, gehe mein Cody Airspun und puder mein gesamtes Gesicht ab. Manchmal brauche ich das, weil ich es einfach so Tage habe, wo ich so ölig werde. Das ist ganz übel. Dann habe ich hier noch Fright Club. Da habe ich so eine Art Fake-Blatt gekauft. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Ich kann allerdings noch gar nicht wissen, was für einen Look ich habe. Aber irgendwie Dark Fairy ist eigentlich ganz cool. Und dann, Leute, habe ich mich wieder total eingedeckt mit mega geilen Beauty-Sponges. Und zwar habe ich davon 4 Päckchen, eigentlich 5 Päckchen, weil ein Päckchen habe ich aufgemacht. Und ich zeige euch mal in meiner Schublade, wie die aussehen. Die sind nämlich mega, mega hübsch. Hier. Das sind diese hier. Ich hatte euch doch gezeigt, das ist ja mein Lieblingsschwamm. Den habe ich übrigens vorhin benutzt, der ist übelst ekelhaft. Und die sind nahezu genauso weich, ja. Und ich muss sagen, wahnsinnig geile Schwämme, wenn ihr die bekommen könnt, sind wirklich mega gut. Dann habe ich mir gerade für Halloween zum Beispiel einfach Stirnbänder geholt, weil die aufwendigeren Make-ups einfach auch wahnsinnig viel Fläche von mir erfordern und dass ich praktisch nicht immer die Haare im Gesicht habe. Und habe mir dann Stirnbänderchen geholt. Und dann muss ich euch noch was zeigen. Ich habe mir diese 3 Highlighter gekauft. Und ich habe mir echt nichts bei gedacht. Ich dachte mir so, als ich sie geswatcht habe, schauen wir mal kurz in das Fännchen rein. Das ist praktisch die Farbe Mink Pink. Dann haben wir die Farbe Gold Digger. Und ich kann euch gleich sagen, was ich da schon wieder entdeckt habe. Und die Farbe Brunch Club. Also das sind die 3 Farben. Und ich zeige euch mal, was für Highlighter das sind. Also das ist echt nicht normal. Ich gehe mit so einer ganz normalen BH Cosmetics Fanbrush rein. Leute, das ist der absolute Oberknaller, sag ich euch. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht so hardcore, wie ich es tue, ja. Aber seht ihr den Glow? Oh mein Gott. Primark hat wirklich unfassbare Gesichtsprodukte. Ich habe jetzt praktisch wirklich schon mehrfach solche Highlighter benutzt. Können wir bitte mal sprechen darüber, wie heftig die sind? Da kostet einer 3,50 Euro, Leute. Ich würde nicht drüber zögern. Guckt euch mal das an. Also wie wettig die aussehen. Das fand ich so heftig. Guckt euch das mal an.
Die sind so wettig. Also wie gesagt, das sind diese kleinen, die so ein bisschen im Kylie Jenner Style sind. Ich liebe es einfach hardcore bei Primark solche Dinge zu finden. Ich meine, natürlich sind diese Haarbänder mega witzig und ich mag das auch einfach, um diese Videos aufzupeppen, weil ich habe jetzt auch einen sehr schlichten Hintergrund. Da brauche ich jetzt, ich möchte eigentlich nicht ablenken von dem, was ich als Person euch geben kann und deswegen habe ich gesagt, möchte ich einen ganz schlichten Hintergrund haben. Und das war wie gesagt der Primark Haul und jetzt gehen wir mal zu Juno & Co. Juno.co bin ich gegangen aufgrund dieses kleinen Velvet-Schwamms. Das ist dieser ganz berühmte Niki Tutorials Seamless-Schwamm, den die so gehypt hat. Und ich finde ihn wirklich wahnsinnig gut. Ich habe damit heute auch meine Unteraugenregion, wie ihr seht, eingearbeitet. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, er ist nicht so soft, wie eigentlich Niki Tutorials gesagt hat. Er fühlt sich immer trocken an. Er ist nie so schön weich. Also ich kann euch halt den halt im Gegenzug zeigen. Ja, ihr seht, also ich muss hier richtig Kraft aufwenden und hier überhaupt nicht. Und der Juno-Schwamm ist wirklich wahnsinnig gut zum Einarbeiten von Foundation. Aber ihr braucht so viel Kraft. Ihr müsst richtig draufklopfen und so. Also mir persönlich tun die Handgelenke weh. Ich kann das halt nicht irgendwie die ganze Zeit. Ich habe ein großes Aktionspack davon gekauft. Da gab es irgendwie... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich 8 Stück davon. Da kommen auch 2, 3 bestimmt in die Giveaways, weil ich brauche natürlich nicht so viele Schwämme. Ich habe mir dann halt noch so Kleinigkeiten von dort noch mitbestellt. Und zwar habe ich mir eine Palette der Eigenmarke gekauft und die heißt Exotic. Da kommt jetzt auch das Layout außenrum weg. Und zwar ist das hier so ein kleiner Dupe der Natasha Denona Tropical Palette. Die Farben sind wirklich toll. Also ich war echt begeistert, als ich die angefasst habe. Also, oh wow. Also sind wirklich wahnsinnig schöne Farben dabei. Die hat mich, glaube ich, 10 Euro gekostet. So ein Juno-Schwamm kostet 6 Dollar. Wenn ihr aber 4 Stück kauft, zahlt ihr 20 Dollar. Und ich habe da noch so einen Rabattcode gefunden. Und auch bei Niki Tutorials nochmal geguckt, weil die hatte ja eine Sponsorship damit. Und habe dann natürlich gleich alle Codes eingegeben und da lag ich bei 4 Dollar oder so pro Stück. Wie gesagt, das war das eine. Und dann habe ich noch eine Blush-Palette gekauft von e.l.f. Cosmetics, weil ich wollte die dunkle davon haben, weil ich mochte die anderen ja total gerne. Und habe mir praktisch die dunkle davon gekauft, weil ich persönlich ein starker Blush-Mensch bin. Ich trage die Blushes aber sehr, sehr fluffig auf und dann ist das wirklich gar kein Problem. Und jetzt kommen wir zur Hardcore-Bestellung. Das ist Beauty Bay und Beach Cosmetics und Morphe. Und ich habe einen Riesenkarton noch und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Ich habe nämlich auch endlich Spaß, weil ich den Scheiß vom Tisch kriege. Ich habe eine Riesenkiste ohne Scheiß mit Sachen. Und ich hatte schon vor 2 Wochen Colourpop bekommen, wo wir gerade die Renovierung gestartet haben. Das war unnormal anstrengend. Starten möchte ich mit diesem hier. Und zwar ich habe die Miss Bella Palette und die Miss Bella Pinsel gekauft. Ich hatte die tatsächlich jetzt 2 Wochen getestet. Ich denke, dass ich darüber auch ein Video machen werde, um euch auch noch einen Look darüber zu zeigen. Ich kann euch nur sagen, ich bin wahnsinnig begeistert davon. Die Palette ist wirklich sehr, sehr schön. Mir gefällt sie sehr, sehr viel besser wie die erste Palette. Das Color Scheme ist euch bestimmt jetzt schon 3-mal um die Ohren geflogen im YouTube. Das ist wirklich ein ganz tolles Color Scheme. Ich habe schon mehrfach damit gespielt, wie ihr seht. Der Blush ist sehr schön, der Highlighter ist auch ganz cool. Also ihr könnt damit verdammt gut anarbeiten. Ich mag die Brushes auch sehr gut. Also mir fehlen halt noch einige Augenbrushes. Also ich hätte noch mal 2, 3 Pinsel mehr gebraucht, aber es ist jetzt nur mein Ding. Der Karton dazu war auch wahnsinnig schön. Und jetzt gehen wir mal in einen Teil der Bestellungen rein, die ich hier gemacht habe. Und zwar... Ich habe, jetzt muss ich mal gucken, jetzt mal ein bisschen raussortieren. Ich habe bei Colourpop bestellt. Und zwar, bei Colourpop ist mir letztes Mal voll viel abhanden gekommen. Also ich habe bestellt und irgendwie kam das gar nicht an. Habe aber ohne Probleme mit einer englischen E-Mail einfach meinen Sack zurückbekommen, meine Kohle zurückbekommen. Und habe die Kathleen Lights Zodiac Palette gekauft. Sie sieht so aus, sehr, sehr schöne Palette. Mir gefällt die wahnsinnig gut. Die hat, glaube ich, 20 Dollar gekostet oder so. Ich habe natürlich wieder so ein Rabattding abgewartet und habe dann zugeschlagen. Sehr, sehr schöne Palette. Ich mag sie wahnsinnig. Ich mag natürlich diesen Ton am allermeisten.
Colourpop Eyeshadows sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich mag, ich habe ja fast alle von diesen kleinen. Bei Colourpop kann ich auch problemlos bestellen. Unser Zoll ist wirklich cool drauf. So wie das praktisch aus Frankfurt, aus diesem Retailer, aus dem Postding rauskommt, dass es praktisch verzollt wird und bei uns ankommt, habe ich eigentlich nie ein Problem. Dann habe ich noch die Good Sport Palette gekauft und das ist halt eine richtig tolle Palette für den Herbst. Ich finde sie wahnsinnig schön. Vor allem dieses Rosa hier unten, das kann ich gar nicht beschreiben, was für eine Farbe das hat, Leute. Das ist so ein Kürbis Pink Pumpkin mit irgendeinem Reflekt drauf. Also, das ist eine so krass schöne Farbe. Seht ihr das? Das ist wirklich eine mega Farbe. Und diese Paletten, ich liebe die. Die sind sowas von handlich, Leute. Handlich und mega, mega schön vom Color Scheme. Ich zeige es euch nochmal. Richtig tolle Purples. Ein Ockergelb dabei, was übrigens super weich alles ist, ja. Also, ich liebe Colourpop. Ich habe Colourpop unfassbar. Die haben jetzt auch so eine tolle Disney-Kollektion rausgebracht, aber da sind alle Sachen aus dem Restock raus. Da hätte ich gern zwei Lippenstifte gehabt, aber ja, irgendwie sind die weg gewesen. Dann habe ich noch ein paar Lachs-Lippenstifte bestellt. Die sehen so in der Verpackung aus. Und dann habe ich hier einen Backup-Highlighter gekauft, einen Super Shock Cheek Highlighter. Und von der Kathleen Lights Kollaboration habe ich auch nochmal zwei bestellt. Und zwar habe ich einmal diese Farbe gekauft. Das ist die Farbe Fire. Die sind ein bisschen locker gepresst gewesen. Diese Highlighter sind der Shit, sage ich euch. Die sind so geil. Dann habe ich noch die Farbe On the Cusp. Das ist dann auch so ein bisschen helleres Champagne, aber so geil im Reflekt. Diese Super Shock Chic Eyeshadows und Highlighter sind wirklich so eine ganz eigene Konsistenz. Und ich finde die sowas von geil, weil die einfach so lange im Gesicht heben. Gerade ich als Nachtwache. Ich muss mir halt in der Nacht nicht noch Gedanken machen über mein Make-up. Und das muss ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil das wirklich ewig hält. Dann habe ich mir aus der neuen Make-up by Shayla Kollaboration ein Ulti Matte Lip bestellt. Und zwar in einem super schönen Rot. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr dunkles Rot, ein sehr blaustichiges Rot. Kommt nicht an meinen Ariba von Ala Sarah dran, aber ich denke einfach, dass der wirklich sehr, sehr hübsch ist. Ich mag die matten Lippenstifte von Colourpop sehr gerne. Manche sind ein bisschen schwierig, weil sie halt eure Lippen ritzen und so ein bisschen betonen. Das ist leider etwas problematisch. Dann habe ich noch Farben gekauft. LA Lady von den Lux Lipsticks. Das ist auch von der Shayla einer. Lux Lipsticks, das sind aber, glaube ich, diese Creme-Formulierungen. Ja, ist auch eine tolle Farbe. Ich habe noch einen in der Tasche, das ist so ein dunkles Mauve. Der zweite hier im Bund ist der Consist. Also, das ist auf jeden Fall auch einer von Shayla. Ich finde, dass die Farben sehr cool aussehen und vor allen Dingen auch super mauvig und nudig. Und ich habe von Nude eigentlich nicht so viel. Ich habe immer so ein bisschen rosastichig. Und da habe ich nochmal ein ganz tolles Nude, weil ich mit einem dunklen braunen Lip Liner da echt viel machen draus kann. Und das letzte, was ich bestellt habe, ist ein Super Shock Eyeshadow in der Farbe Astrology. Ja, Astrology. Ja. Und das ist ein so geiles grünes Gold. Grünes Gold und das auf den Augen richtig heftig. Ich mag die eigentlich mittlerweile ganz gerne. Ich weiß jetzt mittlerweile, wie man damit arbeitet. Ich arbeite damit immer mit den Händen praktisch ein. Das hilft mir eigentlich echt am meisten, weil es einfach echt am schönsten aussieht. Und wir machen auch direkt weiter mit den nächsten Bestellungen. Und zwar, ich habe mir die Friendcation von Desi und Katie die Palette gekauft und bin hardcore begeistert. Hardcore. Ich zeige euch mal das Lila. Ich zeig euch, nee, das bläuliche Lila, was ist das? Ich zeig euch mal das Gold und ich zeig euch mal den anderen Goldton. Das waren jetzt die Farbe A Moment, Dirty Money und das ist die Farbe Just a Kiss. Also heftig. Also diese Lidschatten sind schon ein paar Mal von mir benutzt. Leute, die war jetzt am 3. für knapp 40 € im Angebot und da hättet ihr zuschlagen sollen. Und hier kann ich euch noch einen Matten zeigen. Dose of Colors hat wirklich irre, irre, irre geile Lidschatten. Ich weiß nicht. Guckt euch das mal an. Also der Swatch, das ist einfach ein Traum. Und genauso smooth, wie das hier gezeigt wird, so zeigt das sich auch auf dem Auge.
Ich mag ja, wenn Formulierungen sehr stetig sind und immer sehr gleich. Das gefällt mir ja wirklich sehr gut. So habe ich nicht das Problem, dass ich denke, ich weiß nicht, ob es hinhaut. Dann habe ich hier nochmal zwei Items aus dieser Dings. Ich habe den Highlighter Fuego gekauft. Also ich habe ja jetzt von, also der ist so schön, der vom Ding. Also Fuego ist eines der Highlighter, die schon beim letzten Mal dabei waren. Das ist auch ein so schöner, wetter Highlighter. Sehr goldstichig. Vielen ist der zu dunkel. Verstehe ich total. Dann habe ich hier noch die Farbe. I ran out of place, ja. Ich habe jetzt hier die Farbe A Morph Story. Den habe ich auch schon ein paar Mal getragen. Der ist auch mega, mega schön. Und dann habe ich noch die Farbe. Ila macht Platz. Mein Hund läuft. My Main. Also diese beiden Farben haben sie auch noch mit rausgebracht. Sind Liquid Lipsticks. Gefallen mir richtig, richtig gut, weil ich mag diese Formulierung sehr gerne. Dann habe ich eine Morphe-Bestellung noch aufgegeben, weil Morphe eine Palette rausgebracht hat, wo ich jetzt ehrlich gesagt auf ein paar meiner YouTuber gewartet habe, die sehr krasse, coole, farbige Looks machen, weil ja, es macht natürlich keinen Sinn, auf Leute zu warten, die den ganzen Tag im Nude rumlaufen, ja. Also habe ich so auf meine YouTuber gewartet, die halt wirklich immer Farbe tragen. So Angelica Nieves zum Beispiel, das ist auch eine schwedische, ich mag diese norwegischen Schauspielerinnen, YouTuberinnen, weil die halt irgendwie so krass auf Farbe stehen. Und dann habe ich mir die 35M-Palette bestellt, direkt bei Morphe, habe dann Code, ich glaube, Adopt Love. Das ist übrigens auch dieses Color Scheme, was ich euch vorhin gesagt habe mit dem, also super schöne Palette, wird definitiv ein Tutorial zu geben. Die hat mich, glaube ich, 20 € gekostet und mega schöne Palette. Dann haben wir, ich habe noch zwei große Items und noch ein paar kleinere. Ich habe eine Palette. Ich zeige euch die mal. Die liegt nämlich hier. Ich habe mir jetzt einige Sachen nämlich in meine Nähe gepackt, damit ich nicht so weit greifen muss. Ich habe mir von der Beauty Bay Collection diese riesigen 442 Pen Eyeshadows gekauft, ja. Und ich finde die Qualität unglaublich gut. Also ich mag die unfassbar gut, unfassbar gerne. Also es sind tolle Shimmer-Shadows dabei. Also wow, ja. Und ich habe einfach so eine Begeisterung für diese Dinger hier. Die Dinger hier jetzt gekriegt, ja, dass ich gesagt habe, oh, ich muss die anderen jetzt auch noch haben. Jetzt hatten die am 3. Oktober einen 30% Sale, wenn ihr halt so und so viel ausgegeben habt. Ich habe natürlich einfach meine Wunschliste abgearbeitet. Das war für mich ja kein Problem, weil ich habe immer wieder so ein paar Sachen, die dann da halt stehen, wo ich halt wirklich warte, bis es halt günstiger wird. Und ich habe mir jetzt die anderen zwei, die kommen praktisch in so einer Tüte. Das ist praktisch von Beauty Bay, die Eigenmarke. Und ich mag die wahnsinnig gerne. Da hat mich jetzt ein einziger Lidschatten, ich glaube, 19 € irgendwas gekostet. Und das ist halt echt mega wenig. Und zwar habe ich hier die Verpackung Identity. Und oh wow, das ist voll meins. Und zwar ist das das Color Scheme, ja. Die sind sehr viel kräftiger. Also ihr habt hier eine Reihe zum Beispiel Purples. Ihr habt hier zum Beispiel, was halt cool ist, seht ihr das an der Seite. Ihr habt zum Beispiel Base, Transition, Crease, Liner, Pop und Highlighter. Ihr könnt praktisch wirklich komplett der Reihe nachgehen oder halt quer rüber gehen. Das funktioniert einfach wie vier gewinnt. Und ihr könnt wirklich tolle, tolle Farben entdecken. Also ich muss mal kurz schauen. Das sind wirklich mega schöne Farben dabei. Ich bin sehr begeistert. Die sind wirklich komplett reduziert wie auf ein BH Cosmetics Palette. Und ich finde die wahnsinnig schön. Die kommen auch mit einem unfassbar großen Spiegel, der allerdings jetzt Folie drauf hat. Aber ich lasse meistens die Folie drauf, weil ich benutze die eh nicht. Aber wie gesagt, das ist diese fette Palette, die ich mega, mega schön finde. Und jetzt haben wir noch die andere. Das ist jetzt eher so eine Palette, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, weil da habe ich auch ein Tutorial zu gesehen. Und das hat mir wirklich irre, irre gut gefallen. Da kommen auch immer so übelst geile Sticker dazu. Die gefallen mir abnormal. Ohne Scheiß. Ich habe da auch übrigens eins im Auto kleben. Da steht Beauty Obsessed. Und das Packaging ist auch wirklich sehr, sehr schön. Es fühlt sich so hochwertig an. Das ist halt wirklich was für Leute, die halt irgendwie den Hals nicht voll kriegen von Lidschatten.
Und das ist praktisch die andere. Das ist sehr viel neutraler, sehr viel schlichter. Muss aber sagen, dass hier die kühleren Töne entstanden sind. Also hier sind sehr viel kühlere Töne dabei, ein paar warme Pops. Aber ich habe jetzt wieder hier übelst geile Schimmer drin, wo ich echt sagen muss, oh wow, also die haben mir so gut gefallen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die gekauft habe, weil die mir wirklich super, super gut gefallen haben. Dann habe ich mir noch das Jouer Blush Kit in Rose Gold gekauft, damit meine Sammlung komplett ist. Ich habe alle Blush Kits davon von Jouer. Die kosten 28 Euro, Leute. Da lohnt sich definitiv 30% zu warten. Und ich schaut euch mal, ob es dann. Also, das ist eher so ein Korallig. Und das ist hier so ein NARS Orgasm. Das ist so ein Blush, der so goldlich schimmert. Ich liebe die alle. Die sind long-lasting. Ich trage heute auch eins. Ich glaube, aus eines der Kits. Ich habe nur vergessen, wie es heißt. Oh! Und dann kommen wir auch zu den letzten vier Items. Ihr habt es jetzt auch bald geschafft. Und ich auch. Ich bin jetzt echt schon ziemlich müde. Und ich habe mir zwei, natürlich, immer wenn irgendwelche Sales sind, hole ich mir Jeffree Star Liquid Lipsticks, weil ich die einfach liebe. Und ich habe mir jetzt zwei seiner Lip Liner mitgenommen. Und zwar, leider Gottes, war die eine Farbe, die ich definitiv hätte haben wollen, Calabasas, ausverkauft. Das war immer super ärgerlich. Aber wie fancy sind bitte diese Lip Liner? Und zwar, das ist die Farbe. Oh wow, sind die cremig. Das sind, also Jeffree Star hatte die alle geswatcht. Ich wollte mir auch einen Skin Frost kaufen, also praktisch so einen neuen Highlighter. Aber irgendwie fand ich die Farben irgendwie doof. Die waren nicht alltagstauglich. Das ist die Farbe Allegedly. Nee. Red Room. Red Room. Die sollen wohl auch budge-proof sein, dass wenn die antrocknen, dass ihr die nicht mehr runterkriegt. Also sehr geil bei einem. Also ich finde die Verpackung geil. Schaut mal, richtig geil mit dem Käppchen. Sieht aus wie so, also total cool. Ich liebe dem seine Sachen, weil irgendwie sehen die immer so fancy aus. Genau, und die andere Farbe ist Allegedly. Ich habe die passen, also er hat eigentlich zu den Top-Sellern seiner Liquid Lipstick, hat er auch die passenden Lip Liner rausgebracht. Nur ich trage eigentlich Lip Liner eher etwas dunkler und fülle dann auf. Und hier ist die Farbe Allegedly. Das ist praktisch so ein etwas bräunlicheres Nude. Sehr, sehr schöne Lip Liner. Die haben gekostet statt 16 Euro nur noch 10,20 Euro. Das hat sich richtig heftig gelohnt. Und dann habe ich die Farbe. Oh, welche Farbe ist das jetzt hier? Das ist die Farbe Blue Velvet, weil ich ja ein auf Dark. Also, das könnte was werden, Leute, ohne Scheiß. Heftig. Wer trägt es? Ich musste die Farbe haben, weil ich einfach dieses Royal Blue, ich habe eh nicht ein NYX Liquid Suede, habe ich, aber ich traue der Formulierung nur von Jeffree Star. Schaut mal, wie heftig pigmentiert er ist. Ich liebe diese Liquid Lipstick, weil ich habe bestimmt schon 30 davon und ich vertraue auch der Formulierung total. Also das Blue Velvet fand ich halt so heftig geil. Schaut mal. So ein richtig dunkles Royal Blue. Und das wäre auch der letzte. Das war ein Matte Metallic und schaut mal, ein Rot Metallic. Ich fand den auch sehr, sehr schön, weil ich eigentlich metallische Lippenstifte mega schön finde, auch für den Alltag. Und jetzt müsst ihr ein bisschen reindippen und dann müsst ihr mal gucken, wie die Farbe rauskommt. Oh wow. Schaut mal, das ist halt so Jeffree Star Qualität, wie ich sie liebe. Ich habe allerdings auch einen von Smashbox, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, der dem sehr ähnlich sieht. Ich habe den allerdings nur nicht mehr hier gerade drinnen, weil der ist schon in meiner Tasche. Und das war, wie gesagt, auch mein riesen Beauty-Haul, den ich die letzten 2, 3 Wochen hier habe liegen lassen, weil einfach nichts gegangen ist. Es war einfach alles vollgemüllt. Es ist immer noch etwas voll. Die Schubladen sind da hinten noch nicht ganz fertig. Das wird schon bis in den November gehen, weil ich muss jetzt auch noch warten, bis unser Bett kommt. Dann wird es auf jeden Fall im Laufe des Novembers meine Beauty-Sammlung geben. Und zwar die aktuellste, die ich euch zeigen kann. Also ich habe noch nicht alle, ja, ich überlege halt, ob ich Tidy-Ups kaufen soll, praktisch solche Ordnungssysteme und so weiter. Das dauert halt alles, bis ihr das alles rausgekriegt habt. Und ich werde jetzt definitiv einige Videos mehr drehen. Ich werde jetzt am Sonntag, gibt es für euch einen Anti- und Wishlist-Haul. Also ich habe da einige Items mir aufgeschrieben, die ich mega interessant finde, die für euch natürlich auch cool sind.
Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank für eure Geduld und für das Warten. Und wir sehen uns einfach bald, bald wieder. Und zwar direkt morgen. Und die Hochladetage werden weiterhin Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag sein. Zwischendrin, wenn mal ein extra Video gibt, wie mit der Heidi oder so, da kommt jetzt auch wieder ein neues Video online. Da werde ich ein Fullface schminken mit den Sachen, die es bei ihr aktuell noch gibt. Das kommt dann halt Samstag mal zwischen rein oder mal vielleicht Montag oder so. Aber wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder.